Hallo an alle, die hier so zahlreich erschienen sind. Kannst du gerne machen. Aber machen wir trotzdem mal schon mal hier die erste Folie. Das ist hier mein erstes Podstock. Wer. So, nach den üblichen technischen Startschwierigkeiten können wir jetzt anfangen. So. Ja, dann jetzt wirklich. Wie gesagt, ist mein erstes Podstock hier. Wer sich nicht sicher ist, dass er meinen Namen richtig aussprechen kann, kann auch gerne hier das Pseudonym nutzen. Ist einfach eine Übersetzung und da gibt es keine falsche Aussprache. Und zum Titel, ja, wer viel Minkorrekt gehört hat, würde jetzt sofort sagen, beim wissenschaftlichen Paper, Antwort ist nein, damit wäre der Vortrag zu Ende. So. Ich meine, also erste Empfehlung für einen Podcast ist ja, ja, laber mal in dein Handy. Ich habe es selbst vor ein paar Jahren gemacht. Das Ganze nannte sich Systemstart, ist über Podcast-Ideen gegangen. Ja. Und ja. Hier könnte der Vortrag auch zu Ende sein, weil Android ist Linux. Aber wir reden ja hier von richtigen Aufnahmen im richtigen Rechner. Also gibt es mehrere Möglichkeiten, den Ton in den Rechner zu kriegen. Das erste ist hier Aufnahmegeräte wie so ein Zoom H6 oder so. Das heißt, der Rechner kommt erst später ins Spiel. Und ja, zu anderen Systemen ändert sich praktisch nichts. Dann gibt es natürlich hier Soundkarten, möglichst rauscharm, wie hier das Kästchen.
Also ich habe auch mir eine Zoom U22, ist auch so eine Soundkarte zugelegt. Unter Windows war ich doch ein bisschen erstaunt. Ach ja, da will man ja einen Treiber installieren. Ja, am Linux-Rechner hatte ich es vorher ausprobiert. Da ist eine neue Soundkarte. Jetzt könnte ich natürlich ein bisschen über Plug-and-Play lästern. Aber wir wollen ja den Podcast irgendwie zusammenschnippeln. Unter Linux gibt es eigentlich zwei stabile Schnittprogramme. Repo ist ja erst vor ein paar Tagen in die öffentliche Beta gegangen, gilt also noch nicht als stabil. Das erste ist hier Audacity. Es ist Open Source. Also gestartet ist es im Jahr 2000. Und sie sagen von sich selbst, ja, wir sind das beste Programm. Ja, man könnte Studio Link damit nutzen, aber es gibt keine Erfahrung damit. Dann gibt es natürlich Adur. Das ist auch Open Source. Wenn man allerdings unter Windows oder macOS stetige Updates haben will, dann wird man doch freundlich gebeten, mal da regelmäßig zu spenden. Das wurde 2008 gestartet, kann aber auch inzwischen als stabil angesehen werden. Es hat das gleiche Plugin-System wie Reaper Ultraschall. Und wird halt auch von Studio Link empfohlen. So, und unter Linux ist es direkt ein Frontend zu Jack. So, Jack ist das Jack Audio Connection Kit. Das ist so ein kleiner Server. Der kümmert sich ums Routing, also welcher Sound geht wohin, um die Synchronisation. Man will ja alles wirklich synchron haben. Man kann MIDI damit verarbeiten. Das läuft über das Advanced Linux, über die Advanced Linux Sound Architecture. Aber das Backend ist ihm eigentlich ziemlich egal. Also es kann halt die beiden größten ALSA oder das Open Sound System nutzen. Gucken wir einfach mal, wie Jack aussieht. Als erstes hat man hier den das kleine Frontend. Wie man sieht, habe ich da schon eine Studio Link Voreinstellung genommen, die halt hier mit 48.000 Hertz arbeitet. Normalerweise habe ich es mit 96 Kilohertz voreingestellt. Ganz einfach, weil die Soundkarte es kann. Eingestellt wird es hier unter Einstellungen. Da kann man hier die Abtastrate einstellen. Umstellen, okay. Wichtig, danach den Jack-Server neu starten. Dann hat man hier die Audioverbindungen, die man machen kann. Also, warum der jetzt gerade zwei Syncs hat, die dann jeweils auf ein System hat, hat sich beim Rumspielen jetzt in letzter Zeit ein bisschen ergeben. Wie gesagt, man kann auch MIDI
Ein- und Ausgänge miteinander verbinden. Ich nutze es hierbei nicht. So. Dann noch ein Wort zu Studio Link. Ich habe im Vorfeld auch hier das Studio Link Plugin ausprobieren wollen. Leider ist es mir sowohl unter Audacity als auch Adur zuverlässig abgeschmiert, hat das System oder das Programm mit in den Orkus genommen. Ich wollte nur den Sebastian jetzt noch nicht mit irgendwelchen Problemen dazu behelligen. Das wollte ich nach Potsdok machen. Er hatte ja genug zu tun. So, dann starten wir einfach mal in Adur. So, da haben wir hier die verschiedenen Projekte, die ich schon hatte. Wenn ich hier eins nehme, das eine andere Sample-Rate hat als Back. Auch gerade ein bisschen. Dann sollte er eigentlich jetzt gleich meckern. Hier, ja, da meckert er hier, Sample-Rate ist anders. Willst du das wirklich so machen? Ja, nehmen wir das Projekt jetzt mal nicht, sondern ich habe hier auch eins mit 48 Kilohertz vorbereitet. So sieht halt der Startbildschirm aus. Gut, normalerweise hat man nur einen Master, keinen Bus. Da kann man dann hier rechtsklick, Audiospuren, kann man hier auswählen, Mono oder Stereo, einfach hinzufügen. Kann man mit Doppelklick dann ganz noch einfach umbenennen. Wenn man dann Rechtsklick drauf gibt, kann man sagen, ja, hier, das ist mein einer Systemeingang. Und das mein anderer Systemeingang. Wenn ich jetzt Mikros hier an dem Kästchen hätte, könnte ich da auch wirklich ein Signal drauf geben. Ich habe es auch ausprobiert. Man kann mitten in der Aufnahme sich überlegen, ups, mir fehlt eine Spur, packen wir die mit dazu und nehmen mit auf. Läuft. So. Aber dann gehen wir hier nochmal raus. Schalten hier auf unsere 96 Kilohertz Abtastrate aus. Kommt auch hier unten nochmal eine Warnung. Hier, da hat sich was geändert. Starte den Server mal neu. War heute ein bisschen langsam, das der Rechner. Das bin ich jetzt. Ja, so. Datenwand. Da ist er schon. So, starten wir wieder. Was haben wir denn da? Ach ja. Ja, also es meldet auch, ja, hier, es gibt eine neuere Version. Die konnte ich jetzt nicht über den systemeigenen Update-Mechanismus, könnte ich mir auch kompilieren, aber wozu?
nehmen wir jetzt mal das hier. Da hat sich ein bisschen, das ist schon abgeschlossenes Projekt aus der Geschichtenkapsel. Das heißt, da haben wir auch ein paar Spuren drin. Also ich habe hier eine Gruppe mit dem Erzähler. Also ich habe eine Spur mit der Stimme des Erzählers gehabt, habe dann aber drei Spuren dafür genommen und hier die zu einer Gruppe hinzugeführt, damit ich hier also so eine Gruppe macht sowas wie Mute auf alle Spuren gleichzeitig. Hier eine Serviererin, dann hier einen Kaffee-Hintergrund, Musik-Hintergrund. Dann braucht viel mehr ein, mir fehlt ein Schnippen. Oh. Dann gibt es hier noch eine andere Ansicht. Das ist die Mixer-Ansicht. Da kann man hier Effekte hinzufügen, und zwar Pre-Fader und Post-Fader. Also entweder, also Pre-Fader heißt, erst kommt meine Spur, dann kommt der Effekt, dann kommt hier unten die Lautstärke-Regelung und dann kommt eventuell noch ein Effekt. Ich habe hier zum Beispiel auf die Musik und das Café jeweils einen Kompressor gelegt. Auf den die allerdings hier von einem Send Pre-Fader vom Erzähler und der Serviererin gesteuert werden. So, hier, und wo haben wir es? Ja, so. Also, hinzufügen ist ganz einfach. Rechtsklick, Plugin einfügen. Wenn ich jetzt als den Favoriten Studio Link nehme, dann schmiert mir halt das Programm ab. Will ich also nicht. Also gucken wir einfach mal hier in Plugin Manager, sind alle möglichen drin. Ich habe noch nicht reingeguckt, was es da alles gibt. Gibt bestimmt einen, der mir erstmal die Uhr ausnivelliert. Die würde ich dann eher Pre-Fader machen. Und dann eventuell echte Hall-Sachen eher Post-Fader, obwohl hier bei Erzähle Gedanken und Serviererin Echo habe ich das Pre-Fader gemacht. Will ich jetzt insgesamt anders machen? Ja. Jetzt sind wir hier unten, also hier im Editor. Hier unten ist die ganze das ganze Projekt. Kann ich mir auch entsprechend breit ziehen. Das hier ist meine Zeiger, wo ich gerade bin. Ja, wenn ich hier ein Stück schneiden will, gibt es hier den Schneidemodus. Ich einfach irgendwo hin oder dahin, wo ich schneiden will. Klick drauf, schon hat er mir das unterteilt. Dann kann ich hier in den Greifmodus und mir das Ganze entsprechend verschieben oder halt auch in eine andere
Kultur, Wien. So habe ich es halt hier mit dem Erzähler und der Serviererin gemacht. Ja, man kann hier auch in den Bereichsmodus gehen. Kann man dann halt hier Bereiche auswählen. Hier oben kann man auch mit Rechtsklick neue Bereiche anlegen. Setzt da halt einen Bereich Anfangsmarker, Bereichsendmarker. Kann man dann entsprechend zurecht ziehen. So, und wenn man dann alles fertig hat, will man das Ganze ja auch irgendwie auf eine Datei raushauen, geht man auf Exportieren. Normalerweise nehme ich hier FLAC, normalisiert er auch nochmal das Ganze. Wenn er mal sagt, okay, ja, die Sache ist prinzipiell richtig, aber hier ich will eine andere Lautnis, hier diese Lufts haben, dann kann man das hier überbearbeiten. Dann kann man natürlich auch hier sagen, entweder ich nehme das Ganze, dann hat man hier Projektname, oder man nimmt hier die Zeitspanne dazu. Dann kann man hier auswählen, ja, ich nehme das ganze Projekt oder die einzelnen Bereiche. Man kann dann auch sagen, hier, ich will alles als Monodatei haben, oder ich kann auch sagen, hier oder also Stereo, Mono, oder man kann halt auch einzelne Spuren auswählen. So, jetzt ist bin ich bei dem, was ich zeigen wollte oder woran ich gedacht habe zu zeigen. Sind jetzt noch Fragen offen? Geht ja darum, muss man einmal vorne drauf drücken. Geht ja auch darum, dass der Stream. Da? Ja. Ah, okay. Und das mit A-Dur und dem Plugin quasi hast du irgendwie nicht hinbekommen, ne? Also mit dem StudioLink-Plugin. Also. Also das ist jetzt definitiv ein Problem von dem StudioLink-Plugin. Wie gesagt, da wollte ich mich nach Podstock Genau, alles mit klar. dem Ja. Sebastian drum kümmern. Er hat ja sowieso gesagt, dass er jetzt wieder hoffentlich ein bisschen Luft hat, wo er sich dann auch Ja. um sowas kümmern kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte auch sagen, hier, ich nehme einfach das Standalone und versuche das als Quelle einzubinden. Das sollte eigentlich auch gehen. Ich habe es halt noch nicht ausprobiert. Bei mir war bislang wirklich nur, entweder ich nehme etwas auf, pack das in günstiges Format zum Austausch und gebe es weiter. Oder hier, da hatte ich wirklich was geschrieben, habe das einsprechen lassen und habe das dann hier, halt hier mit Musik unterlegt, bisschen Atmo und paar Soundeffekten. Und wenn du sagst, das mit dem die Standalone, das könnte halt auch funktionieren. Meinst du dann mit Adur zusammen funktionieren oder ohne Adur komplett? Also ich würde schon sagen, dass ich das mit Adur
Würdest du auch irgendwie das als per Jack, als externe Quelle oder wie auch immer, ja, in irgendeinen Kanal da reinschieben? Ja. Ah ja, alles klar. Okay, das habe ich, weil ich habe selber auch ein bisschen mit rumgespielt, aber so richtig ans Laufen bekommen habe ich das auch nicht, aber ich vermute, dass das auch an meinen mangelnden Kenntnissen zum Teil liegt. Also nicht unbedingt, weil die Software buggy ist, sondern weil ich es nicht so ganz durchblickt habe, und Adur finde ich halt jetzt auch nicht völlig selbsterklärend. Also, Vorhin sagte ich ja, wenn man unter Windows regelmäßige Updates haben will, dann fordern sie ein höfliches auf, doch ein bisschen Geld abzurücken. Mhm. Also man kann sich einfach so eine Testversion runterladen, die gibt gerade mal für 10 Minuten Sound aus. Mhm. Und danach muss man, glaube ich, neu starten. Aber ich kann damit arbeiten. Und also, was ich bislang hier von Reaper gesehen habe, also Umfang dürfte vergleichbar sein. Mhm. Das System hier ist übrigens ein, das nennt sich AV Linux, ist halt eine Distribution, die speziell für Audio- und Videobearbeitung ist. Ich habe ein paar Sachen runtergeschmissen, die ich nicht brauchte. Ich wollte nur Audio haben, also konnte ich Videosachen runterschmeißen. Also nimmst du die... Hallo? Hört man mich? Ja. Okay. Also du nutzt die normale Adur-Version von der Paketversion, also die in den Paketen drin ist. Ja. Paketquellen, genau. Also ich habe auch einen Debian zu Hause. Da ist auch Adur mit in den Quellen. Da habe ich jetzt nicht geguckt, welche Version das genau ist. Kann auch ein bisschen hinter dem Webseitenstand hinterher sein. Aber wenn es wirklich spitz auf Knopf käme, dann könnte man auch halt sich die Quellen runterladen, einmal kompilieren und hätte dann wirklich die aktuellste Version. Okay. Also wir haben das, ich habe da auch Linux, ich habe das gleiche Problem, dass das nicht klappt, deswegen muss immer mein Partner einen Studio Link benutzen und ich mache die Standalone-Version. Aha. Also die Standalone alleine als Gast funktioniert ganz gut. Also aber. Ja, ja, also ich habe. Genau, aber nicht das Aufnehmen, das funktioniert halt nicht. Ja, also ich habe hier einmal in der bislang unveröffentlichten vom Embroblo, die aktuellste, noch nicht veröffentlichte Staffel, da habe ich ein bisschen mitgesprochen. Dann war ich ja auch bei Akte Aurora einmal kurzfristig eingesprungen. Also Standalone habe ich auch problemlos zum Laufen gekriegt. Ich hätte noch eine Frage zu deinem Workflow mit dem Tool. Ist es so, dass du Sachen wie Normalisieren, Angleichen und Ähnliches und am Schluss auch das Ausrendern in Adur machst? Oder verwendest du dafür den klassischen, ich schieb's über Auphonic, übers Webinterface die Einzelspuren hoch und dann fällt für dich das finale File raus? Also das ist bislang das komplizierteste Projekt, das ich selbst geschnitten habe. Mhm. Also das da habe ich dann wirklich von Hand so die Level angeglichen. Aber ich bin mir sicher, dass es da auch einen Plugin gibt, das mir halt hier Pre-Fader einfach erlaubt, sagen hier, gleich mir die Spuren ab an, wie vorhin das Ultraschall Magic Gadget. Mhm. Und ich sag mal, für deine, ich sag jetzt mal nicht für die aufwendigen, sondern eher für die, nun, ich nenne es mal alltäglichen Podcasts, nutzt du da Auphonic oder
gleichst du auch dort die Sachen manuell an? Die meisten Sachen, die ich mache, ist einfach nur einen Text einsprechen. Also da kann ich entweder hier Mikrofon hier ansprechen oder ich labere in so ein Standalone-Gerät, nimm das WAV-File, das entsteht, mach daraus einfach nur einen FLAC, weil ist kleiner und gibt das dann weiter an denjenigen, der es dann schneidet. Alles klar, Dankeschön. So. Haben sich dann alle Fragen erledigt bislang? Gut, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich schon mal so vor ein paar Jahren in mein Handy geblubbert habe, um den Systemstart zu starten. Der ist halt ziemlich schnell im Sande verlaufen. Aber jetzt hätte ich doch mal wieder Lust, nicht das ursprüngliche Projekt zu verfolgen, nämlich wie funktioniert ein Computer, sondern, und das ist dann wirklich, ich bräuchte eine zweite Stimme, ich bringe jemandem unter dem Label Systemstart Linux bei. Also wenn da jemand wäre, interessiert wäre, ich wäre ansprechbar dafür. Wie sie alle hier schreien. Ja, nee. Vielleicht für den Stream, wo kann man dich gut finden und kontaktieren? Ich bin auf Twitter unter Anim Rantheron. Einfach mal oder einfach mal bei der Geschichtenkapsel gucken. Da bin ich auf jeden Fall zu kontaktieren. So. Gut. Ich glaube, dann haben wir es wirklich für heute. Vielen Dank.